Ich weiß gar nicht, ob wir seinerzeit für unsere Kids so ein Stehaufmännchen hatten. Das funktioniert natürlich hier überhaupt nicht. Stehaufmännchen ist ja bekannt. Hinstellen, anschaukeln und es fällt nicht um. Außer man haut es so richtig ins Eck. Mein nächster Gast, der Titel Die Stehauffrau, passt zu 100%. Was diese Frau durchmachen musste, das passt auf keine DIN A5-Seite. Und sie trotzdem lachen kann und dankbar ist. Boah, ich muss dir einfach sagen, du bist eine tolle Frau. Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich wusste nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, Abitur, hat er auch keine Ahnung. Oder was weiß ich. Studiert noch Medizin. Ja. Leidet. Ich hatte im Bett, hatte eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal wie abgedreht das war. Wo ich mal ganz Kleinigkeiten mitgebracht, wo ich mal eine kleine Gedankenstütze brauche. Nee, ich brauche das mal zum Erzählen, was eigentlich so. Alles gut. So war und. Na komm her. Ach. Moment. Das tue ich mal raus. So, fang einfach mal an. Ich habe nämlich hier so ein bisschen. Ich weiß auch nicht genau, wo man in meinem Leben anfängt. Fang du mal an. Ich sag mal so, es haben andere auch viel erlebt in ihrem Leben. Ich bin da nichts Besonderes, aber ich bin irgendwo von Gott immer wieder gut getragen worden. Und das ist eigentlich das, was ich weitererzählen möchte, wo ich auch sagen muss, ich kann es nur empfehlen, dass man sich da eine Hilfe holt. Und ich bemitleide immer die Menschen, die da zu niemanden kommen können und sagen können, ich kann meine Sorgen dorthin bringen und kann mir da Kraft holen. Wenn du sagst, du bist durchgetragen worden, heißt das, ja, das war, ja, es gibt in deinem Leben nicht ganz einfache Phasen. Also wir kennen uns nicht, wir sehen uns jetzt zum ersten Mal, das ist cool. Ja. Und ich habe keine Ahnung und ich bin gespannt auf deine Geschichte. Was heißt durchgetragen worden? Also wir hatten schon sehr, wie soll ich nur sagen, ziemlich schwierige Lebensphasen, also die von Tod und Leben schon sehr stark geprägt wurden, von Entscheidungen, von, ja, es ging eigentlich von, also ich bin wohlbehütet in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe ganz zeitig meinen Mann kennengelernt, also ich war 15 und wir haben dann auch gleich geheiratet mit 18, also als ich 18 war. Und in dem Jahr vor der Hochzeit, im Februar, mein Mann war Landmaschinenschlosser, hat der einen Arbeitsunfall gehabt und hat dabei seine linke Hand eingebüßt. Also die hat es im Mähdrescher im Schneidwerk durchgezogen. So ging eigentlich unsere Geschichte schon los, dass man vor der Hochzeit. Vor der Hochzeit. Und der ist dann die hatten eigentlich ein Haus, aber es war alles so baufällig. Ich habe gesagt, wir können nicht nur vor das Haus auf Arbeit gehen. Also ich will sicher umwohnen bleiben, wo ich herstamme. Ich musste auch meine Lehre noch fertig machen. Und der ist dann auch mit hier hochgezogen. Wir haben dann erstmal nur eine Wohnung genommen, dass wir erstmal uns auch mit den Gegebenheiten, auch mit der Hand zurechtkommen, weil das musste man alles ein bisschen lernen. War das für dich ein Punkt, wo du dachtest, nee, den heirate ich nicht? Eigentlich nicht. Weil ich muss noch dazu sagen, mein Schwiegervater, der hat im Krieg den Nase verloren, dann ist eine Granate explodiert vorm Gesicht. Und daher bin ich Schritt für Schritt im Leben irgendwo immer zu dem Punkt geführt worden, was als nächstes auf mich zukam. Ne? Also ich habe erst einmal das verkraften müssen, wie das aussieht, wie man damit umgeht. Dann kam das mit der Hand. Naja, und dann haben wir geheiratet und ja, haben gedacht, ja, Kinder und alles gut, aber das sollte nicht klappen. Was man halt so denkt im Anfang. Ja, ich habe dann alles Mögliche gesundheitlich unternehmen lassen. Selbst, ich habe immer gesagt, die Mittel, die ich gemacht oder das, was ich machen lassen habe, da konnte Gott entscheiden, ob er unser Kind gibt oder nicht. Und wenn das eben nicht sein soll, dann. So habt ihr für euch beschlossen. So haben wir das für uns entschlossen. Und dann haben wir gesagt, gut, es gibt so viele Kinder, die. Eltern suchen, gehen wir halt in Richtung Adoption. Aber das war in DDR-Zeiten, wenn du Christ warst, kamst du auf der Warteliste eigentlich ganz hinten an. Klar, die, es zumal war ja du, wenn du gleich gesagt hast, die haben dich ja von der Kommission gefragt, wie erziehst du deine Kinder? Und wenn du gesagt hast, Richtung christlich, war das schon abgehakt.
Also Baby gleich gar nicht. Und Marion ganz nach hinten. Ja. Und dann hatten wir aber eine ganz nette vom Jugendamt und die hat gesagt, macht euch nur mal keine Sorgen. Und nach 4 Wochen hat die uns angerufen und hat gesagt, ich habe ein kleines Mädel. Da habe ich gedacht, ja, wenn ich es entscheiden kann, Mädel, ist okay. Passt. Passt. Und dann sind wir dort in das Kinderheim gefahren. Und dann kam so ein kleiner Kerl, zupft man mal so an der Jack und sagt, Onkel, kommst du wieder? Und wir gucken uns auch gerne aus dem Zimmer raus und haben gesagt, den kleinen oder keinen anderen. Und dann haben die erst mal gesucht und geht es überhaupt und ja, ging. Also haben wir Kontakt mit dem kleinen Kerl aufgenommen. Nach einer halben Stunde wollte er lange nicht mehr in ein Kinderheim, weil man ja erst mal ein bisschen spazieren geht. Und, ne? Dann durfte man einmal mit heimholen und eigentlich dauert so eine Phase mindestens viertel halbes Jahr, ehe das Kind mal ganz kriegt. Und jetzt war das so, der René, der hat nichts gekonnt. Der wusste weder, was er ist, noch was um ihn rum ist. Der war geistig, wir haben uns da erstmal ja keine Gedanken gemacht. Na, jedenfalls nach 4 Wochen wollten die mit den Kindern auf der Ostsee in eine Ferienlager fahren, weil da gerade Ferien waren. Und wir hatten lang schweren Herzens, sind wir den Kleinen so lange nicht und hier und her. Und der Kleine, obwohl er nichts wusste, hat sich im Kinderheim in die Ecke gesetzt, hat nur noch geheult, nicht mehr gegessen und hat nur noch gesagt, ich will zu den Leuten hier. Ach. So haben die uns gebettelt, kennt ihr den Nemme, der wird uns sonst krank, das geht gar nicht anders. Also hatten wir nach 4 Wochen den René schon vor ganz gehabt. So. Dann ging es darum, da wollte ja auch jemand zum Spielen haben, da konnte ich leider nicht Baby nachschieben oder irgendwas. Also ging dann das Pflegekindwesen los, war dann gerade die Wende. Und da haben wir dann ein Pflegekind gekriegt, der uns ja, viel Kraft und Nerven gekostet hat. Wie lange hattet ihr denn? Wir haben die alle bis 18 gehabt. Also die haben wir eigentlich, das waren Dauerpflegekinder. Also keine Bereitschaftspflege, sondern? Nein, Dauerpflegekinder. Mhm. Ja, und wie viele Kinder hattet ihr da? Insgesamt 4. So, und nachdem wir den Uwe noch hatten, kam die wieder die vom Jugendamt von damals und hat gesagt, du, wir haben hier ein Mädel oben, die muss da oben aus dem Gebiet raus, du wolltest doch immer ein Mädel, könnt ihr die nicht auch noch nehmen? Sind wir mit unseren Jungs dort in das Heim und ich habe gesagt, die müssen sich auch ein bisschen mitentscheiden, wird ja, ne, irgendwie, und dann war das auch alles ganz angenehm, also haben wir die Antje auch noch geholt. Und nach einem ganzen Stück kamen sie wieder vom Jugendamt und haben gesagt, wir haben hier ein Mädel mit einer Behinderung und ja, kennt das ja schon von der Hand her und könntet ihr die nicht auch noch nehmen. Das ist doch nur gut, wenn 3 groß wären, dann auch 4 groß. Aber ich habe nicht gewusst, das ist auch eine gute Einstellung. Wenn wir 3 durchziehen, dann kommt nicht zu der anderen. Die hatte eine angeborene Beinverkürzung, also sprich einen halben Fuß. Und jetzt ging die Geschichte los, da erstmal was zu suchen, wo die behandelt werden konnte. Also sei mir bis Aschau runtergefahren in so eine Spezialklinik, die da dann Orthesen angefertigt haben, wo die mit dem Bein drinne stark, um überhaupt laufen zu können, weil ja die Beinverkürzung zum Schluss ungefähr so viel ausgemacht hat. Die kam gar nicht mehr mit der Fußzehe unten hin. Wo sie dann so 14, 15 war, wollte sie unbedingt 2 gleich lange Beine. Also haben wir eine Beinverlängerung in Angriff genommen. Das hat 1,5 Jahr Fixateur von ganz unten bis hoch und diese ganze Situation durchstehen, dass keine Infektion nachkommt und was nicht alles. Wie war die Zeit? War schwierig, aber wir haben sie sehr gut überstanden. Ich hatte immer wieder Arbeitsstellen. Ich habe eine Putzfirma gehabt und hatte jemanden, der in der Chirurgie gearbeitet hat. Der hat mir dann immer, du hast ja auch nicht verschrieben gekriegt, du musst es sehen, wie du auch nicht spürst. Der hat mir dann sterile Sachen gegeben, die habe ich dann immer umgetauscht und so, dass auch wirklich kaum Infektionen kommen sein. Von den 4 Kids war die letzte? Der schwierigste Fall. Kann man das sagen, behindert? Nee, die war geistig super schlau. Behindert meine ich jetzt nicht geistig, sondern körperlich. Ja. Körperlich. Das ging dann so weit, dass er nach der Beinverlängerung nicht auf dem Fuß stehen konnte. So hatte die solche Wahnsinnsschmerzen, dass ach, die mit. Schande. Also da hat kein Schmerzpflaster geholfen, kein Morphium, kein nix. Die hat dann teilweise das Schmerzpflaster angeleckt, um einmal ein paar Minuten heiß zu sein. Oder hat sich Hustenstiller gekauft, hat die ganze Packung. Ich nehme es mal ein bisschen vorweg. Wie geht's ihr heute? Es ist so weit gegangen, dass sie dann in die Psychiatrie gegangen ist, weil sie sich das Leben nehmen wollte. Da stand auf einmal Krankenwagen bei uns vor der Tür. Aufgrund der Schmerzen, weil sie es nicht mehr gepackt hat. Und die haben sie dann gar verbogen, muss ich sagen. Ne? Und die hat dann mit 18, hat sie sich dort selber entlassen. Dann haben wir ihr eine Wohnung in Zwickau eingerichtet, weil sie wollte dann eine Lehre in Angriff nehmen, trotz allem. Die war super schlau. Die hat als 4. Beste von 3 Klassen die Schule abgeschlossen.
So, und dann haben wir die Wohnung eingerichtet und 8 Wochen drauf hat sie sich das Leben genommen. Dann mussten wir, also wir haben das so gespürt, dass da was nicht mehr passt. Und naja, und dann mussten wir die Wohnung wieder ausräumen. Darf ich dir was fragen? Marion, wie geht's einer, ich sage das bewusst, Mama da, wenn sie so viel investiert und letztendlich doch spürt, mein Kind packt es nicht. Hm. Wie ist das da ergangen? Ich weiß nicht. Ich sag mal so, in der Zeit zum Beispiel, ich habe immer gedacht, sie hinterlässt einen Abschiedsbrief, weil sie hat das alles ganz genau geplant. Die hat die Wohnung aufgeräumt. Hast du gespürt, dass sie ihr Leben... Ich habe das gespürt, dass die ihr Leben wegschmeißt. Ich war an dem Früh, ich hatte an dem Tag was vor mit einer Cousine von mir, und ich war an dem Früh so aufgewühlt und schon gedacht, was ist denn mit der? Ich konnte es aber auch telefonisch nicht erreichen. Irgendwie. Hast versucht anzurufen? Ja, und alle möglichen, ihr Freund hat mich dann angerufen, bis wir halt dann alle wirklich abends runtergefahren sind. Ich hatte einen Schlüssel, aber von innen stark der Schlüssel. Also mussten wir Feuerwehr alles holen und es war das Ganze aufgebunden. Wie hat sie sich das Leben genommen? Mit Tabletten. Ganz, also die wusste genau, wie es wirkt. Die hat sich in Ammer hingestellt. Die hat wirklich alles bedacht, einen Ausweis hingelegt, alles, was man da hinterher braucht. Und also wie gesagt, einen Abschiedsbrief gab es nicht und ich sag mal, ich bin sehr Elberfeld geprägt erzogen worden. Was und heißt da war, das? Ich sag mal so, da, als Kind habe ich immer gelernt, wer sich das Leben nimmt, kommt nicht in den Himmel, so ungefähr. Ach. Ne? Und dann kam mein Bruder, um mir, sag ich mal, Beileid zu wünschen und sagt, dann mach keinen Quatsch, wenn diese bekehrt ist, ist die errettet. Die kann niemand mehr wegnehmen. Ne? Ausrufezeichen. Als du die Tür öffnetest, oder die Feuerwehr musste... Das war der Feuerwehr zuerst. Ja. Die sind ja nicht rein, sondern die haben dir Platz gemacht. Nein, ich durfte erstmal auch gar nicht rein. Die haben sich das erstmal alles selber... Feuerwehrpolizei. Wir sollten auch an sich gar nicht rein. Meine Mama hat dann einfach gesagt, da muss man aufs Klo, der ist dann nochmal rein. Ich habe dann bloß noch praktisch den Rest von ihr gesehen, mal wo die Tür offen war. Ja, es war... Und das große Problem war dann, für uns war klar, die Beerdigung, alles hin und her, dass ihre leibliche Mutter... uns verboten hat, weil sie ja 18 war, war die auf einmal zuständig, die Sache zu beerdigen und hat uns auch verboten, auf die Beerdigung zu kommen. Wie ging es dir in einer solchen Situation? Du hast sie, oder ihr als Ehepaar habt sie ins Krankenhaus gefahren, ihr habt das mit ihr besprochen, mit der Beinverlängerung, es war ihr Wille mit der Beinverlängerung, ihr wart immer da für sie. Ja. Und dann auf einmal heißt es, ihr nicht. Ja, aber ich habe, wie gesagt, keinen Abschiedsbrief gefunden, aber ich habe ihre Bekehrung gefunden. Die hat sie schriftlich niedergelegt. In einer Art und Weise, wo ich gesagt habe, das war für mich mehr Trost wie was anderes. Und das bisschen Inventar, was sie hatte, das habe ich dann, habe ihrer Mutter erst einmal ein Fotoalbum gemacht von all ihren Kindern, weil die Mutter hatte kein Foto von ihren Kindern. Die hat mehrere gehabt, die sie weggenommen gekriegt hat. Habe verschiedene Kissen, was weiß ich, ihren großen Korb zusammengerichtet. Ihren anderen Brüdern habe ich die Bibeln alle verschickt. Und die hat dann auch noch mal kurz zuvor mit meinem großen Sohn CD aufgenommen, weil die konnte unheimlich gut singen. Da hat sie das Titanic-Lied gesungen. Und das habe ich dann auch noch mal vervielfältigen lassen, habe das verteilt und halt mal noch ein schönes Foto und so. Und damit habe ich mich eigentlich getröstet. Hast du ein Foto dabei? Nee. Macht nichts. Habe ich nicht. Nee, macht nichts. Was schrieb sie denn in ihrem Abschiedsbrief? Oder falsch, Bekehrungsschreiben? Also, dass sie sich so schon mal als Kind bekehrt hat und dass sie auch dankbar war, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen. Solche Sachen hat sie geschrieben, ja. Das ist ja eindeutig, ne? Ja, und da war ich eigentlich auch dankbar dafür, so, dass das einfach, ich sagen würde, wir können es nicht ändern. Ich habe selber ganz viel Schmerz im Leben und ich kann es nachfühlen. Und man kann da ganz schnell an einen Punkt kommen, wo man sagt, es ist... Wann war das? Das war 2010. Und dann kam im Prinzip mein Mann mit der Situation... gar nicht so richtig klar. Jeder hat für sich so ein bisschen Ort getrauert, sag ich mal. Ihr beide? Ja, und er hat dann angefangen zu trinken. Also nicht so, dass der jeden Tag betrunken war, aber so viel, dass ein gewisser Spiegel im Körper war, der ihn massiv geschädigt hat. Oder andersrum, 2011 hat er 30 Liter Wasser im Körper gehabt. Kurz darauf hat er so viel Diabetes gehabt, dass man es nicht mehr messen konnte. Also durfte man auch keinen Zucker nichts mehr verwenden. Und das Ganze ging von der Leber aus, die dermaßen massiv geschädigt war, dass sie dann gesagt haben, also Ende 2011 war halt maximal ein Vierteljahr noch zu leben. Und dann haben sie gesagt... Würdest du sagen, dass das
dass der Suizid eurer Tochter der Ausgangspunkt war für diese nicht Absturz? Nur, ja, teilweise schon, aber der war sowieso gesundheitlich vorgeschädigt. Der hätte, wenn er sein Leben normal geführt hätte, bestimmt nicht an diesen Punkt kommen müssen. Mhm. Aber wir konnten es beide nicht ändern irgendwie. Und ich musste dann einfach mich entscheiden, halte ich jetzt zu ihm und stehe das jetzt alles mit ihm gar durch oder was machen wir jetzt? Wie hast du dich entschieden? Also es war so, dass er von jetzt auf dann aufgehört hat mit Trinken. Und dann gab es die Option Transplantation. Lebertransplantation. Ja, da haben wir dann praktisch hier erstmal in Rodewisch alles gemacht, damit wir überhaupt nach Leipzig fahren durften, um dort angenommen zu werden. Dann haben wir in Leipzig den ganzen Spaß nochmal durchgemacht. Und dann ging es ja um die Wartezeit, wo wir keine Zeit mehr hatten. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kriegst du von mir eine halbe Leber, haben uns untersuchen lassen. Das hätte auch alles funktioniert. Aber wir hätten es nicht mehr geschafft, zur Ethikkommission zu gehen, da hatte gar keine Kraft mehr, oder die psychologische Seite noch zu machen. Es ging alles nicht. Beschreib mal ganz kurz seinen Zustand. Wie hat er sich verhalten dann? Man konnte er nur noch liegen? Hat er dahin vegetiert? Zum Schluss war es ja keine Kraft mehr. Na, also es war wirklich schlimm. Und dann waren wir Anfang Januar eben dort, um mich testen zu lassen, ob es funktioniert. Und wir waren kaum daheim, ich weiß gar nicht, 14 Tage oder was, dann haben wir erst mal den Brief gekriegt, dass er in der Transplantationsstelle gelistet ist. Da war er schon ziemlich weit oben. Und an einem Freitagabend kriegen wir einen Anruf, sofort nach Leipzig kommen, wir haben euch gegangen. Das war kaum 14 Tage her, dass wir in Leipzig waren. Also da war eine Leber bereit, ja, für deinen Mann. Da kamen aber, haben die 5 Mann hier bestellt. Und der am besten Gesundheitszustand, also der nicht gerade eine Grippe hatte oder irgendwas, der hat die Leber dann gekriegt, das war mein Mann. 1, 2, 3, 4, 5 ja. Betten. Ja, so ungefähr. In einem Bett lag dein Mann. Ja. Und dann musste getestet werden, ja, wer passt und wer war's? Mein Mann. So, und dann haben sie das gemacht. Ist ja alles gut gegangen. Hat zwar dann ein paar Komplikationen gehabt, mal wegen innerer Blutung und alles, war aber alles nicht so schlimm. Und nach 4 Wochen war ich dort zur Besuchszeit und da sagt der Arzt, verabschieden Sie sich bitte, die Leber stößt ab, das wird nichts mehr. Nochmal, für nix Blicke wie mich, du kamst ins Krankenhaus, der Arzt war da oder hat dich zur Seite geholt? Das war Intensivstation im Prinzip, ja, ne, wo Bormann dort lag, da konnte ich deswegen auch nicht mit dort bleiben. Ne, und der sagt zu dir, Marion, sag Tschüss zu deinem Mann, verabschiede dich, er stirbt. Ja. Und dann, was war dann mit der Marion los in dem Augenblick? Ich sag mal, wir haben den Gesundheitszustand gesehen, wir wussten, dass es schief gehen könnte. Oder, ne, also ja, mich innerlich damit schon arrangiert. Dass er stirbt? Ja, wir wussten beide, wenn es schief geht, wo wir uns wiedersehen, das wussten wir. Wie habt ihr euch verabschiedet? Ich kann das gar nicht mehr so genau sagen, weil da so viele Sachen dann im Nachfeld noch kamen. Ich bin nämlich dann an dem Tag heimgefahren, da war gerade mein Sohn von Waldenburg mit. Und auf Hälfte der Fahrt ruft mich der Arzt an und sagt, Frau Zanner, wir haben vielleicht gerade wieder eine Leber reingekriegt. Ich sage das mal so profan. Und morgen früh um 9 Uhr bauen wir die ein. Das war die zweite? War die zweite. Und dann bin ich heim, ich hatte da so ein bisschen einen Stamm, die ich immer angerufen habe. Und habe gesagt, tut bitte morgen beten. Also haben die dann auch in der Gemeinde, war so ein Tag früh, hat es dann noch eine andere Schwester aus einer anderen Gemeinde erfahren, die hat dort auch gleich, es war mit einmal eine Kettenreaktion entstanden, die ich mir nicht erklären konnte oder die, das kann man einem nachhinein einfach nur mal beschreiben. So, und dann haben die das gemacht, das ist alles gut gegangen, aber sie haben mit dieser Transplantation ihm Keime eingebaut. Immunsystem durch die erste Geschichte. Aber nicht diesen mRSA, den jeder hat, sondern es waren 2 ganz neue. Die gab es bis dahin irgendwo nicht. Und dein Lachen, ist das mehr Frust oder ist es einfach nur... Nee, das ist einfach, weil... Desillusioniert und... Ich kann es nicht beschreiben. Das ist ja von einem Absturz zum nächsten. Ja, es ist ja nicht so, dass es wieder hochgeht, sondern Das ging dann nur noch erstmal bergab. Und Stück und wieder runter. Und dann ging das eigentlich erst ganz langsam los. Dann hatte ich schon mal kurz 3 Tage daheim. Da sollte ich einen Pflegedienst nehmen. Da war ja dann auch ziemlich viel schon offen gewesen. Da musste Sachen gespült werden und die haben das nicht ordentlich gemacht. Kürz mal ab. Auf jeden Fall habe ich ihn dann wieder in ein Krankenhaus geschafft. Und dann ging der Spaß eigentlich richtig erst los. Das ist immer mehr raufwärts. Praktisch aufgefressen, dann haben die dann mit einer Wackpumpe behandelt, also immer wieder zugebackt die Sache,
jedes Mal unter Narkose, nach 40 Mal haben wir aufgehört zu zählen. Und irgendwann war es so weit, dass er nicht mehr konnte. Der konnte nicht mehr und wir hatten eine Patientenverfügung. Und dann sollte ich eigentlich entscheiden, schalten wir jetzt ab oder nicht. Also es ging wirklich nichts mehr. Lungenentzündung, Koma, die Nieren haben versorgt, es war kein Leben mehr. Wie hast du dich entschieden? Ich hätte es eigentlich dann abgeschalten um die Sache, weil ich konnte dann irgendwo auch nicht mehr. Und dann kamen zwei Ärzte an die Klinik, Plastiker. Und der eine hat dann sie mir gesagt, pass auf, du fährst jetzt erstmal eine Woche heim, weil ich habe dann inzwischen in der Klinik mitgewohnt, um nicht zu versorgen, weil dort ja diese generelle keine Sache war und er gar nicht mehr richtig versorgt worden ist. War ja eh Kandidat zum Sterben, sag ich mal. Ne? Die haben da gar nicht mehr so viel. Jedenfalls hat er gesagt, du fährst jetzt heim, erholst dich erstmal. Du kannst mich jeden Tag anrufen, wie es geht. Und wenn am Sonnabend die Situation immer noch so ist, dann schalt mal ab. Dann bin ich heim. Bin ja erstmal ein bisschen zur Ruhe gekommen und wo ich am Sonnabend hinkam, ging es denn besser. Weil die zwei Plastiker gesagt haben, bei dem Keim, der hier ist, könnt ihr nicht zubinden, der braucht Luft, um kaputt zu gehen. Also haben die denn so offen, wie er war, von oben bis unten. Also ich konnte richtig in die Organe rein, ich konnte das Konzert Kleine sehen, Details, alles. Bitte. So. Und so haben die denn dann offen liegen gelassen, weil die haben gesagt, das muss jetzt auf eine Lade zuwachsen. Die haben dann nur immer mal hingestellt, haben dann abgespült, abgeduscht, dass das runterlaufen konnte und weiter war nichts. Aber der war ja nicht mehr ansprechbar, oder? Teilweise lag er im Koma, haben sie ihn dann aber auch wieder raus, aber da er einen Luftröhrenschnitt hat, konnte er dann wieder nicht mehr reden. Okay, war, ne? Also wie sieht es heute aus? Also sagen wir mal so, ich habe ihn dann im September als totalen Pflegefall mit knapp 45 Kilo heimgerichtet. Da war aber auch noch alles offen. Es ist so, dass er halt jetzt eine ganz, ganz dünne Haut, sag ich mal, rauf zu hat. Aber man muss ja bedenken, das Brustbein, das fehlt ja alles, was man eigentlich als Mensch hat. Keine Muskulatur, der Bauch wird eigentlich hier unten immer größer, hängt immer weiter runter, hat ein ganz schönes Gewicht in dem Sinn. Er konnte dann aber wieder nach langer Zeit gut draußen rumlaufen, ist auch mit dem Hund mal gegangen und so. Ach. Ne? Also es war wirklich, wir haben ihn systematisch wieder aufgebaut. Und, aber es hat jeder gesagt, es greift kein Mensch mehr an ihn an, den irgendwann mal wieder zu operieren, weil keiner sagen kann, wenn der aufgemacht wird, was dann wieder von vorne losgeht. Wie schafft man das? Ich weiß es nicht. Ist es der Glaube, den ich habe? Ist es einfach das, dass ich mich immer wieder zurückziehe und mir wirklich daraus Kraft hole oder immer wieder zur rechten Zeit Kraft irgendwo herkriege? Deswegen habe ich die Schachtel mitgebracht. Das war die Schachtel, die wir in der Zeit hatten. Das war einfach nichts Besonderes. Aber ich habe da alles hineingehauen, was wir in der Zeit gekriegt haben von Leuten an Zusprüchen und vor allen Dingen auch an finanziellen Mitteln. Ich stand ja plötzlich dort, wir hatten ein Haus abzuzahlen. Ich konnte teilweise selber nicht mehr arbeiten. Ja, wann denn? Ne, und irgendwo, es war einfach näher. Und wie gesagt, und da hatte ich zum Schluss fast 5.000 Euro geschenkt gekriegt. Anonym. Hier in der Schachtel drin? So ungefähr anonym. Im Briefkasten, da kam mein Armer, hat meinen Gungenumschlag neigest. Hat gesagt, wer bist denn du überhaupt? Ich bin von der Methodistengemeinde. Wir haben den zwar, der hat bei uns im Dorf gewohnt, rein optisch gekannt, aber das hat sich so weit durchgesprochen, was mit uns los war und wie es uns ging. Also dein Mann lebt noch? Der lebt noch, ja. Wie geht es ihm aktuell? Aktuell wieder nicht mehr so gut, weil jetzt wirklich die Kraft wieder nachlässt. Mhm. Es ist einfach, das baust du nochmal auf, was jetzt weg ist. Und jetzt wollen wir eigentlich im September in Angriff nehmen, dass wir beide ein neues Knie kriegen, weil wenn er das Knie geht eigentlich nicht mehr bei ihm und dann kann er gar nicht mehr laufen. Das ist das Einzige, was wir noch haben, immer mit dem Auto raus in den Wald zu fahren, in Ruhe ein paar Meter zu laufen. Das muss nicht was wie beide sein, aber einfach, dass wir wenigstens das noch haben. Also er ein Knie und du ein Knie? Und ich auch, ja. Wir machen das jetzt zusammen in Leipzig, weil kein anderer das macht. Marion, die Tochter nimmt sich das Leben. Dein Mann, das ist eine doppelte Horrorgeschichte. Mm. Ja, ja. Mm, ich frage nochmal, wer ist Jesus für dich? Eigentlich der Größte. Weil er der mich, Größte? Ja, ich sag mal, er hat mich im Leben immer, wie gesagt, von Anfang an, hat er mir Situationen gegeben, wo, wenn der Nächste kam, ich das verkraften konnte. Und auch damals, wo meine Tochter gestorben ist, hast du schon gedacht, das ist das Größte jetzt. Das mehr geht nicht. Aber wo das dann mit meinem Mann war, das ging. Ich bin so oft nach Leipzig gefahren, dass ich einmal die Erde umrundet habe. Das haben wir ausgerechnet. Und
Bis auf wie viele Kilometer sind das von? Es sei ungefähr 42 Kilometer. Einfach. Hin und zurück. Ah, 120. Ne? Und ich habe einmal, weil ich mal zu meinen Kindern nach Waldenbusch wollte, in eine Umleitung gefahren und habe da bei einer Absperrung, weil ein Unfall war, ich konnte es nicht einsehen, weil da eine Kurve war, ein paar Kegel umgefahren. Das war das Einzige, was mir in der Zeit passiert ist. Und da hat der Polizist mich dann abends zu Hause noch angerufen und hat gefragt, ob ich überhaupt wieder heimkommen bin. Also so in diesem Zustand war ich. Ich habe manchmal vor Tränen haben zu die Straße gar nicht mehr gesehen. Gab es Momente, wo du gesagt hast, jetzt reicht's? Du hast einen Suizid in der Familie gehabt? Gab es bestimmt, aber ich bin nicht der Mensch, der sagt, es geht jetzt nicht weiter. Ja, das ist einfach, und Gott hat mir dann auch in den letzten Jahren selber ziemlich viel weggenommen, weil ich körperlich eigentlich nicht mehr kann. Ich habe Arthrose im ganzen Körper und das legt sich auf alle Gelenke, sodass ich eigentlich, ich habe jetzt am Jahresende eigentlich den kleinen Halt, den ich immer halte, dass ich noch ein bisschen was dazu verdienen kann, weil ich inzwischen EU-Rente kriege. Den hat er mir eigentlich auch noch weggenommen, weil es einfach nicht mehr ging. Und es ging aber. Ich habe dann immer gesagt, Herr, ich will bloß so viel Geld haben, dass ich trotzdem noch jemandem mal eine Freude machen kann oder mal, dass ich alles bezahlen kann, dass ich nicht in Schulden komme. Und seit Januar, muss ich sagen, hatte ich da noch nie ein Problem. Im Gegenteil. Ich staune manchmal, wie es einfach jeden Monat weitergeht. Und bei einer Haus ist nach wie vor abzuzahlen. Und ich will also nicht umziehen und sagen, weil ich mir so... Da kann man immer in Ruhe seine Sache machen und leben wir, wie es ist. Marion, wenn du dir für die Zukunft was wünschen dürftest, was wäre das? Einfach nur, dass wir unser Leben mit kleinen Sachen noch gut leben können. Ich weiß auch nicht, wie viel uns Zeit allgemein noch bleibt, das kann man nicht sagen. Die sagen ja also zum Beispiel, wenn du Oregon kriegst, 10 Jahre. Ach, da haben wir jetzt weg. Ne? Also du kannst dich da jetzt nicht neu steigern und sagen, ich mache mich da jetzt so verrückt. Oder was wird dann, wenn ich jetzt mal alleine da stehe, ich kann das Haus finanziell nicht alleine tragen. Oder wie wird das dann alles? Aber ich weiß, dass da zu der Zeit mein Herr wieder Lösungen hat, wo ich hinterher nicht erstaunen kann. Das ist das, wo ich mir Kraft geholt habe. Du bist eine tolle Frau, Marion. Naja, ich weiß es nicht. Ich bin so aufgewachsen, ich weiß nicht, ich hoffe, klar, auf einfach war ich so. Und das war gut so. Danke für deine Geschichte. Boah, und dein Glauben. Hast du mal zweifelt irgendwann? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich hatte ja dann, nachdem dann mein Mann wieder auf der Fies war, 2016, hatte ich ja dann noch Krebs zwischendurch. Weil keiner hat ja an mich gedacht, es hat sich ja immer noch alles um meinen Mann gedreht. Was für ein Krebs war das? Brustkrebs. Bin aber auch da wieder gut weggekommen dabei. Ich hatte zum Glück keine Chemo gebraucht, nur Bestrahlung und naja, im Nachhinein sage ich mal, wenn du was nicht durchgemacht hast, kannst du anderen Leuten nicht helfen. Hilfst du? Und wie hilfst eigentlich du? Eigentlich viel. Ich habe viele, die, wo ich habe ein wenig Hobby, ich schreibe gern handschriftliche Briefe. Und da habe ich wirklich welche, die ich, wo ich immer schreibe und wo ich immer und die da immer dankbar sei und das immer wieder mir 100-mal sagen, mach das weiter, das tut uns gut. Oder also ich schaue da viel, weil ich mich halt auch jetzt durch meine, sag ich mal, Knochengeschichte immer mal zurückziehen muss, mich mal setzen muss und einfach sagen kann, jetzt habe ich da dafür mal Zeit. Wir könnten gerade weitermachen, ne? Oh. Aber ich muss trotzdem meine 4 Schlussfragen nee, ist stellen. Ist richtig. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Also und wenn Bibel ja, sowieso, aber dann habe ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, das kriegen wir hin. Moment, ich muss jetzt noch gucken, weil ich habe mir das direkt nochmal aufgeschrieben. Ist das der Zeller weg? Wo klemmt er? Hier, die Francine Rivers. Ja. Ich weiß nicht, ob dir die was klar, sagt. Die schreibt was? Ganz, ganz viele dicke Bücher. Ja. Aber die packt die in diese Geschichten. Und welches Glauben. Speziell? Da wüsste ich nicht, welches speziell. Die sei alle gut. Also da könnte ich mich für keins entscheiden, weil ich die alle auch schon Bombe gelesen habe. Also... Francine Rivers, Deutsch. Einfach, die sei einfach toll. Wir nehmen einfach das, was vielleicht auf euer Leben passt und auf das. Nehmen wir die hier. Ja. Die auf Liebe jeden Fall. Macht stark und jetzt kommt das Licht da rein. Das ist gar nicht gut, aber so schaffen wir das.
Ja, das ist wirklich, und die, muss ich sagen, die lese ich richtig gerne. Das sind christliche Bücher, also mit christlichem Inhalt, aber in Romanform. Ja, genau. Und oder auch die hat zum Beispiel auch Zeiten von Paulus, hat die da Geschichten verpackt. Da kannst du dir richtig vorstellen, wie das da zu der Zeit zugang ist. Zu der Zeit war. Also das finde ich richtig gut. Zweite Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren? Wenn ich merke, ich habe keine Kraft mehr, dann kann ich leichter Nein sagen. Ich muss zum Beispiel ganz oft meiner Tochter Nein sagen, dass ich ihre kleinen Kinder nicht versorgen kann, weil ich kann ihnen nicht mehr hinterherrennen. Ne? Also das ist, ich mache ja halt dafür andere Sachen, aber da muss ich ganz oft Nein sagen. Oder auch, weil ich Rücksicht auf meinen Mann nehmen muss, wenn man nicht kann. Ne? Also das ist halt so. Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben verbessert oder erleichtert? Also erstens mal ist, dass Gott einen ganz großen Plan hat, denn wir ja hier erstmal gar nicht sind. Wir stehen immer in der Situation drin und im Nachhinein siehst du eigentlich, wie es gelaufen ist und dass das trotzdem du immer bewahrt worden bist und geführt worden bist. Und dann ist auf jeden Fall Dankbarkeit ein ganz großes. Ich hatte eine alte Kundin, zu der bin ich erst gekommen, nachdem ich Krebs hatte, und die ist so unheimlich dankbar und von der habe ich mir das eigentlich angeeignet. Die steht früh auf dem Bett auf und sagt schon mal Danke, dass sie ihre Bar rausnehmen kann. Und so geht es bei mir eigentlich auch den ganzen Tag. Das ist unbewusst, habe ich mir das angeeignet. Und dass du Jesus alles, Danke sagst. Ja, für alles einfach. Sei manchmal simple Sachen, wo du denkst, ach, was wird denn das jetzt wieder? Und dann wird das alles ganz klasse. Ne, also das, Dankbarkeit ist ein ganz großes Gut, was ich mir angeeignet habe. Weil auch nichts selbstverständlich ist im Leben, sag ich mal. Und jetzt die letzte Frage. Wenn du an diese Plakatfrage, ne? Ja, wenn du ja. an einem Ort ein Plakat erstellen könntest, was würdest du draufschreiben? Also ich habe mir lange, lange gemacht. Also ich würde auf jeden Fall eine Hand mit so einem Küken nehmen und auch das so drüber schreiben. Aber ich würde nicht das, was innen drin ist, sondern einfach, hab keine Angst, Gott spricht, gib mir deine Sorgen. Wir haben die weltbeste Grafikerin. Ob die das so hinkriegt, sehen wir es, aber einfach drauf. Aber so, das hätte man, hab keine Angst. Ja, hab keine Angst. Das ist einfach das, was, wo ich sage, das ist für mich. Das, was ich einfach jedem empfehlen kann. Ganz herzlichen Dank, Marion, für die Geschichte. Gerne. Wenn ihr eine Geschichte habt, das brauche ich alles auf eine DIN A5-Seite passen, dann schreibt mir info@superfromm.tv. Wir setzen uns in Verbindung und dann schauen wir mal, ob und wo es dann klappt. Bis dahin, macht's gut, bleibt superfromm. Tschüss.